Ja, guten Morgen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Gäste. Ihr habt es eben gesehen, Opposition ist Mist. Genauso ist es, aber nicht für uns, sondern nicht für unsere Fraktion im Landtag, sondern Opposition ist Mist für die Koalition aus SPD und CDU. Denn wir in unserer Rolle als Opposition haben oder verhindern durch unsere beharrliche und gründliche Arbeit sie beim Durchregieren. Wir klopfen ihnen auf die Finger, wenn sie wieder am Parlament vorbei agieren wollen. Und wir spucken ihnen in die Suppe, wenn sie sich Versorgungsposten zuschustern, aber bei Elternarmut, Kinderarmut und Altersarmut einfach die Augen verschließen. Wir sind es, die diese Koalition vor sich hertreibt, die ihre Oppositionsrolle nicht nur gefunden haben, sondern jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter und alle Abgeordneten lassen nie etwas unversucht, unsere Ideen, Konzepte und Lösungen immer wieder zu thematisieren. Und darauf, liebe Genossinnen und Genossen, können wir stolz sein. Wir haben es geschafft, dass Mecklenburg-Vorpommern wenigstens ein klein bisschen sozialer und gerechter geworden ist. Es ist unter anderem Karin Stramm und Thorsten zu verdanken, dass flächendeckend Pflegestützpunkte eingerichtet wurden. Nur durch uns wurde der öffentliche Gesundheitsdienst thematisiert, weil wir die fehlenden Schuluntersuchungen ans Tageslicht gebracht haben und die Regierung, die ihre eigenen Gesetze missachtet, vorgeführt haben. Helmut trieb die Regierung unzählige Male, damit endlich ein Vergabegesetz auf den Tisch kommt. Wir wollen Tarif und bessere Löhne per Gesetz, statt bei Unternehmen zu bitten und zu betteln. Durch Hennings Beharrlichkeit konnte Minister Glawe nicht mehr umhin, wenigstens ein klitzekleines Landesprogramm Bürgerarbeit aus dem Boden zu stampfen, also tatsächlich öffentlich geförderte Beschäftigung. Jacqueline hat dazu beigetragen, dass Kinderarmut und kostenfreie Kitas endlich ins Blickfeld der Regierung gelangt sind. Es sind zwei große Probleme, die wir beständig thematisieren, mit denen wir am Lack von Frau Schwesig und von den Teilzeitministerinnen Hesse und Drese kratzen. Wir wollen keine schönen Worte, die die Sorgen verdecken. Wir wollen Lösungen für alle Eltern in diesem Land. Die Abschaffung des Schulgeldes in der Pflegeausbildung wird von uns genauso beharrlich gefordert wie die ausreichende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Einer unserer größten Erfolge der vergangenen Legislaturperiode ist der Volksentscheid zur Gerichtsstrukturreform. Und dafür, liebe Barbara Borchert, herzlichen Dank. Regine Lück erstritt eine interministerielle Arbeitsgruppe ländliche Gestaltungsräume, um ressortübergreifend besonders strukturschwache Regionen zu unterstützen. Sie hat immer darauf hingewiesen, dass gerade diesen Gebieten besonders unter die Arme gegriffen werden muss. Mignon hat mit ganz großer Energie für eine durchgängige Südbahn, vor allem mit Clemens und mit Reini an ihrer Seite gekämpft und auch für die Darßbahn. Bei beiden sind jetzt Zwischenziele erreicht, aber wir werden so lange keine Ruhe geben, bis wir nicht alles geschafft haben. Die beginnende Aufklärung der NSU-Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern ist genauso Peters Erfolg wie die Überarbeitung des Bestattungsgesetzes. Ohne ihn wäre dieses Thema, das so viele bewegt, niemals auf die Tagesordnung gekommen. Die Filmförderung wurde durch Eva Maria und Thorsten ebenso etabliert wie das Service Center Kultur, das die Kulturschaffenden mit Rat und Tat bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Janine hat nicht einen Tag locker gelassen, den Innenminister an die seit Jahren versprochene Reform der kommunalen Finanzausstattung zu erinnern und diese konsequent einzufordern. Derzeit hat Cafier noch nicht den großen Wurf gelandet. Deshalb, liebe Janine, weitermachen. Dass das Land endlich ein Gesetz auf den Weg bringt, um die Agrarflächen nicht mehr zu Spekulationsobjekten verkommen zu lassen, wäre ohne Fritz und Wolfgang undenkbar. Carsten wird demnächst Ehrendekan der Rostocker Uni.
weil er die Hochschulen davor bewahrte, eine viel zu hohe Zwangsrücklage zu bilden. Wir erstritten eine Anhörung und die Rektorin redete in Klartext. Die Bildungsministerin war so in der Enge, dass sie jetzt handeln musste. Nun fallen die Rücklagen schon mal wesentlich geringer aus, aber auch kleine Rücklagen wollen wir verhindern. Und genauso gibt es nur durch uns mehr Deutschunterricht an den Grundschulen oder auch Bewegung bei der kostenlosen Schülerbeförderung. Und Karen Larisch punktet beständig mit ihrem Detailwissen und mit ihrer so wunderbar unbequemen Art im Untersuchungsausschuss. Oh ja, für diese Regierung ist unsere Oppositionsarbeit wirklich Mist. Die gesamte Arbeit könnten wir aber nicht ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Sie sind unsere maßgebliche Stütze. Ich danke euch im Namen der gesamten Fraktion und bitte euch, haltet weiterhin durch. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wie sehr wir täglich auf der Hut sein müssen, zeigt die Unverfrorenheit der Regierung, den Versuch zu unternehmen, am Parlament vorbei Geld zu verschenken und sich für diese Wohltaten auch noch feiern zu lassen. Gerne möchten die Abgeordneten von SPD und CDU sowie die Ministerriege nach Gutsherrenart schalten und walten. Dazu erfanden sie ein modernes Tischlein deck dich. Und der goldspeiende Esel heißt Strategiefonds. Über die Verwendung dieser Gelder soll einzig und allein die Koalition entscheiden. Und wir als Opposition sollen in die Röhre gucken. Wenn ihr aber denkt, dass der Einsatz dieser Mittel wenigstens einer Strategie der Landesentwicklung folgt, habt ihr euch geschnitten. Hier entscheiden nur persönliche Vorlieben der Minister, die Wahlkreise der Abgeordneten und so, wie es mir vorkommt, manchmal auch die Wetterlage. So wurden viele Projekte, wie zum Beispiel die Finanzierung der Mitmachzentralen oder auch der Pflegestützpunkte, zuvor aus dem Haushalt rausgenommen, um nun dem Brotkorbschen Basar und der Güte der Regierung zu unterliegen. Auch die Förderungen des Tierparks Ueckermünde oder des Naturerlebnisparkes Mühlenhagen werden künftig genauso wie die Arbeit des Grenzhuses Schlagsdorf durch den Strategieesel verteilt. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum der Feuerwehrminister es zulässt, dass 50.000 Euro an Zuwendungen für den Landesfeuerwehrverband aus dem Haushalt rausfliegen, die bisher die Kreisfeuerwehrverbände brauchten für die Finanzierung der Lkw-Führerscheine. Das Wundern hatte dann aber im letzten Monat ein Ende, als ich zu Gast war bei der Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes, denn dort überreichte Lorenz Cafier vor der Verabschiedung des Haushaltes und das natürlich unter großem Jubel einen Scheck in Höhe von 50.000 Euro für den Landesfeuerwehrverband und ja, genau zur Unterstützung der Finanzierung der Führerscheine. Das ist die Politik von SPD und CDU. Ihnen geht es nicht vorrangig um die Frauen, Kinder und Männer in unserem Land. Ihnen geht es hauptsächlich um Ihre eigene Profilierung und das auch noch mit Hilfe von Steuergeldern. Und das ist einfach mit uns nicht zu machen. Auch hier werden wir Ihnen die Suppe mächtig versalzen, denn bei diesem Schauspiel lassen wir uns nicht auf die Besuchertribüne verbannen. Wir nehmen unsere Rechte wahr. Haushaltsgesetzgeber ist immer noch das Parlament. Und wenn die Regierung hier nicht einlenkt, werden wir nicht davor zurückschrecken, sie zu verklagen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der Schlusslichter. Nirgendwo gibt es mehr Schul- und Studienabbrecher als bei uns. In keinem anderen Flächenland ist die Arbeitslosigkeit größer als bei uns. Wir dümpeln bei der Fachkraft-Kind-Relation in Krippe, Kita und Hort und kein anderes Land knausert so sehr bei der Schulsozialarbeit. Nirgendwo sind so viele Kinder und Rentnerinnen und Rentner von Armut betroffen wie bei uns. Wir sind Bummelletzter bei den Bildungsausgaben für die berufliche Bildung und deshalb gibt es auch kein anderes Bundesland, wo mehr Lehrlinge ihre Ausbildung abbrechen oder bei der Prüfung durchfallen. Und keine andere Regierung geizt so sehr beim sozialen Wohnungsbau. Aber für all diese Schlusslichter gibt es keinen Plan und gibt es keinen Cent im Doppelhaushalt.
Statt jetzt endlich in den gegenwärtigen Haushaltsberatungen zu handeln, werden die Ministerpräsidentin und auch der Innenminister nicht müde, seit Monaten, ja schon seit über einem Jahr, immer wieder uns das Gleiche vorzubieten. 50 Euro Elternentlastung in Krippe und Kita, 150 Polizistinnen und Polizisten mehr. 50 Euro Elternentlastung in Krippe und Kita, 150 Polizistinnen und Polizisten mehr. Ich vermute, dass Frau Schwesig beabsichtigt, dass bei so vielen Wiederholungen die Eltern am Ende tatsächlich glauben, dass die Kita kostenfrei ist, und der Innenminister hofft durch diese Wiederholung dann doch noch auf seine 555 versprochenen Polizistinnen und Polizisten zu kommen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, weil Geiz eben nicht geil ist, haben wir unsere eigenen Schwerpunkte für den Landeshaushalt aufgestellt, haben hart gerungen, haben immer bedacht, dass auch alles finanzierbar ist. Ja, und der Einwand von Christdemokraten und Sozialdemokraten, dass wir Geld ausgeben wollen, der kam natürlich prompt. Aber der Einwand stimmt. Wir wollen Geld ausgeben. Wir wollen Geld ausgeben, damit endlich Krippe und Kita für jedes Kind kostenfrei ist, egal ob Teilzeitplätze oder Ganztagsplätze, egal ob das erste oder ob das zweite Kind. Wir wollen, dass die Bundesgelder für die soziale Wohnraumförderung endlich 1:1 in den sozialen Wohnungsbau fließen und nicht wie bisher in die Spardose von Matthias Brotkorb. Wir wollen Geld in die Hand nehmen, um die Schülerinnen und Schüler und die Auszubildenden tatsächlich kostenlos zur Schule zu bringen. Und die ländlichen Räume werden nicht durch das Spielgeld von Patrick Dahlemann entwickelt, sondern nur mit den von uns geforderten 50 Millionen jährlich im Regionalbudget. Die Langzeitarbeitslosen benötigen unsere Unterstützung unter anderem durch ein Gemeindearbeiterprogramm. Die Kinder in der Grundschule brauchen mehr Unterricht und ihre Lehrkräfte endlich das Gehalt, was ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Schularten verdienen. Es muss Feierabend damit sein, dass man nach der Größe der Kinder bezahlt wird, die man unterrichtet. Wir fordern die Bildungsministerin auf, endlich auch die hervorragende Arbeit der Grundschullehrkräfte anzuerkennen und sie entsprechend zu vergüten. Denn wir wissen alle, ganz genau, was politisch gewollt ist, das ist auch finanzierbar. Wir wollen in die Zukunft von Mecklenburg-Vorpommern investieren, wir wollen in die Köpfe investieren, wir wollen in die Kinder investieren, wir wollen nicht kleckern, wir wollen klotzen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte nicht nur, so wie es unsere Aufgabe ja ist, die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern kritisieren und unsere Schwerpunkte für die nächsten Monate nennen. Ich möchte den Blick auch auf uns richten, auf unser derzeitiges Erscheinungsbild, vor allem im Bund. Unsere Partei beklagt den fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber wir sind kurz davor, uns gerade selbst zu zerreißen. Wer Diskussionen anheizt, die sich darauf beschränken, sich nur noch in großen Städten politisch zu betätigen, der wird unseren Stimmenverlust im ländlichen Raum nicht stoppen. Wer strittige Themen nicht diskutiert, der verliert an Überzeugung. Und wenn es im Saarland so unglaublich langweilig ist, dass man jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt, dann sollte man sich fragen, ob es nicht auch möglich ist, einfach eine Runde Rad mehr zu fahren gegen die Langeweile. Ja, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und das bedeutet aber nicht, dass wir den Geflüchteten die Tür vor der Nase zuschlagen. Sie brauchen uns und unsere sozialen Ideen, unseren Mut und unsere Haltung, genauso wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie die Beamten, wie die Selbstständigen, wie die Kinder, wie die Jugendlichen und wie die Rentnerinnen und Rentner, die schon lange hier leben oder hier geboren wurden. Sozial gerecht ist es nicht, auszugrenzen, wen man nicht braucht. Sozial gerecht ist, wenn wir endlich alle die Bedingungen schaffen, um den Menschen, ob hier geboren oder hier Schutz und Sicherheit suchend, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Und dazu zählt auch, nicht nur mit den bestehenden Kapazitäten zu jonglieren und die zu wenigen Kita-Plätze oder die zu geringe Anzahl bezahlbarer Wohnungen zum Spielball zu machen und damit zu begründen, dass der Platz hier endlich sei. Wir haben nicht nur eine gegenwärtige Verantwortung, wir haben eine historische Verantwortung. Und danke dir, Dietmar, dass du auch auf diesem Gebiet so standhaft bleibst. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, in den letzten Tagen und Wochen lasen und hörten wir viel von uns und über uns, aber leider nicht über unsere Inhalte, mit denen wir überzeugten. Krach in der Linkspartei konnten wir genauso lesen wie Zoff in der Parteiführung oder Höhn schmeißt hin, Machtkampf in der Linkspartei eskaliert oder Streit bei den Linken, die Chaospartei. Anfang der 90er war es unser Zusammenhalt, der diese Partei gerettet hat. Es waren die inhaltlichen, oft haarigen und doch so sehr voranbringenden Diskussionen. Damals ging es weniger um Personalien, es ging um den Erhalt der Partei als Ganzes. Damals lehnte uns die breite Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ab. Eine breite Mehrheit der Journalisten wollte schlicht mit uns nichts zu tun haben. Es gab so viele, die uns einfach nur ignorierten und mit allen Mitteln versuchten, diese Partei platt zu machen. Und nur weil unsere Mitglieder, nur weil wir, weil ihr geschlossen aufgestanden sind und nicht resigniert haben, nur deshalb gibt es uns heute noch. Sicherlich könnte Hansi Schieringer, Wolfgang Medling, die könnten uns Romane erzählen, wie es den Mitgliedern der damaligen Fraktion gegangen ist, was uns geboten wurde. Dietmar könnte über den Hungerstreik berichten. Oder. Und trotz dieser ganzen angespannten Situation damals haben wir immer intensiv gestritten und immer am Inhalt orientiert diskutiert. Es ging uns um die Ausrichtung der gesamten Partei. Dieser Zusammenhalt und diese inhaltliche Diskussion haben uns damals gerettet. Und wir dürfen heute diese großartige Leistung nicht verspielen. Die um sich greifende Arroganz, sich lieber öffentlich mit Personalien zu beschäftigen, als mit den offenen Themen, zu denen wir bisher keine konsequente Meinung und Haltung gefunden haben, muss beendet werden. Wenn der eine Hü sagt und der andere Hott, überzeugen wir nicht, dann verunsichern wir. Lasst uns zu unserem offenen Miteinander und zu einem inhaltlichen Streit zurückfinden, um zu überzeugen, wir brauchen eine einheitliche linke Stimme, wir brauchen Kompromisse statt Lagerkämpfe. Los geht's, sozial gerecht für alle.